Habe ich mir gedacht, Sebastian. Ist jemand in der Nähe, der 18 ist? Ja, mein Vater. Her damit, ganz schnell. Alles klar. Aber ganz schnell. Guten Tag. Hallo, guten Tag, wer ist da? David. David, wie alt? 45. Ich glaube Ihnen kein Wort und dir sowieso nicht. Hey Jungs, tut mir gefallen. Sagt mir bitte euer Alter, weil sonst kommen wir hier schwer in die Bedrulle. Danke fürs Gespräch. Guten Morgen. Luise, wo sind Sie? In Leverkusen. Das macht doch nichts. Sind Sie böse? Nee, Opfermann. Ah, ich Freitag. Ja. Montag sind Sie nicht. Sind Sie böse, war gemeint, ob Sie böse sind. Ah, falsch verstanden. So ist das. Dann bedarf es nur noch eines kleinen Sprühens sozusagen in die gludernde Lot, in die gludernde Flut, dass wir das schaffen können. Und deswegen in die lodernde Flut, wenn ich das sagen darf. Natürlich wollen wir unseren Titel verteidigen und wir werden alles dagegen tun, um deutscher Meister zu werden. Spaß, ja. Und es hat positive Nachteile. Ich werde schlanker, meine Figur, die formt sich besser. Barbara Schöneberg, es sind alles Frauen, die durch glänzende Auftritte hier bei uns auf sich aufmerksam gemacht haben. Aha. Du glaubst mir das nicht? Ein bisschen. Nee, du glaubst, ich bin ironisch oder so. Ich meine es bitter ernst. Okay. Wirklich. Wir nehmen es jetzt auf die Goldbarre. Auf die Goldbarre? Mhm. Naja, wir wollen nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen, aber jetzt liest doch die Goldwaage. Waage, ein labialer Laut. Außer Papier können wir alles machen. Ja. Natürlich auch Turnschuhe, wo man nicht in die Waschmaschine tun darf. Die man nicht, nicht wo man nicht. Ne? Die man nicht. Ist das sowas wie ein Traum, den Sie sich da erfüllen im Nachhinein? Das auf jeden Fall. Ich war zwar nicht 5, sondern noch gar nicht auf der Welt. Es sollte noch 5 Jahre dauern, bis ich auf die Welt kam. Aber ich denke, Sie sind Jahrgang 59. Ja, und 54 war das doch. Ja, dann müssen Sie doch... Na, kann er ja nicht. Kann er doch nicht 5 gewesen sein. Völlig unmöglich, ja. Ein Rechenfehler. Ich glaube, mich zu erinnern, dass D stimmt. Also, natürlich stimmt. Ich stimme zu. Ja. Es ist schwer, mit dir eine Beziehung zu führen. Aber hey, komm du mir nach Hause. Wie lange sind Sie denn mit Lisa schon zusammen? 9 Monate. Und wie lange müssen Sie noch? In diesem Sinne sagen wir von der südkoreanischen Hochzeitsinsel tschüss. Und Thomas, was machen wir jetzt? Ja, ich guck mal, ob ich hier eine Scheidungsinsel finde. Unser Thema, der Kampf der Geschlechter. Ja, eine unendliche Geschichte, das wissen Sie. Er... Sag es. Nee, das kann ich nicht sagen. Entschuldigung, aber... Ich bin heute ein bisschen nervös. Der Kameramann kommt extrem nah. Hat das irgendwas mit diesem Teil meines Körpers zu tun? Meine Fresse! Warum erforscht du das jetzt erst? Na, ich wollte es ja irgendwann sagen. Und von dir aus ist es total primitiv, weil ihr wisst schnell, guter Kumpel, wisst ihr, und damit meiner Freundin ins Bett putten. Ja, aber ich habe dabei mal an dich gedacht, wie du das... Männer sind das Letzte. Jetzt werde ich fett und lesbisch. Hallo, sind Sie da? Ja. Wie heißen Sie denn? Koblisek. Guten Tag, und Ihr Vorname? Gisela. Hallo, Gisela. Ja. Sie heißen Gisela? Die Gisela heißt Ernst. Ich bin schwul? Na, da kann man nur lachen. Ich bin bisexuell und für mich einfach schön. In solchen Fällen wenden die Friesauer Kaninchenzüchter eine besondere Hypnosetechnik an, mit der irregeleitete Rammler wieder zur Vernunft gebracht werden sollen. Eine Kunst, die seit Vorväterzeiten von Vereinsfreund zu Vereinsfreund weitergegeben wird. Die Homo-Ehe, Herr Gauweiler, ist... Sauerei. Immer wieder herrlich. Das ist doch nett, aber ich finde, das macht das gerade so lebendig. Ja, das ist richtig. Nicht wahr? Ja, total lebendig. Schnullibulli. Schnullibulli. Hört mal zu, Jungs. Ich sehe vielleicht scheiße aus. Und man kann auch denken, irgendwie der Frenkie hat sie nicht mehr alle auf dem Kasten und nicht mehr alle Tassen im Schrank. Eigentlich sollte jetzt... Steht hier aber. Steht hier. Da steht tatsächlich... Er vorne. Ich nicht. Er vorne. Mal sieht.
Ab und zu ist es schön, wenn man so Texte. Also, das. Ich fange nochmal an. Kampf der Geschlechter. Die sagen das mal er, mal sie vorne. Genau. Also, im Kampf der Geschlechter. Das tief über Zentraleuropa. Ach, wir zaubern schon wieder für sie. Ist das nicht schön? Ja, also jetzt verschwindet. Ich kann jetzt nochmal hinterherlaufen. Vielleicht kriegen wir es dann mit der Karte. Also, hier liegt jedenfalls jetzt tief Britta, auch wenn es noch ein bisschen zittert, bringt aber auf der Vorderseite jede Menge warmer Luft. So, dann machen wir jetzt vielleicht mit der Karte weiter. Jetzt ist es sollte nicht mehr vorkommen. Und diese Wolken ziehen mit etwas Regen weiter Richtung Erzgebirge, sonst teils klar. Entschuldigung? So, Entschuldigung, ich habe da einen Ton gehört. Was ist ja auch Lebensgefahr für Sie gewesen? Ja, ja. Ja, ja. Deswegen wollten die mich ja nicht fahren lassen. Haben Sie ein Handy an? Ausgerechnet. Geben Sie mir mal Ihr Handy, bitte. Haben Sie es jetzt auserwählt? Ja. Okay, ich komme darauf zurück, weil wir müssen über das reden, was hier auch an Tönen ist in Handys. Na, 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 na. Beim Genuss von zu viel Gerstensaft bringen manche Besucher einiges durcheinander oder auf den Punkt. I love Hannover. Ich liebe Hannover, sagt dieser Spanier. Hannover ist nicht nur Cebit, Hannover ist Bayern. Das hier ist wirklich Hannover. Jetzt wollen wir zu jemandem schalten, der auch gerne mal einen über den Durst trinkt. Florian Lottmann ist aus der Europabox zugeschaltet und er sagt uns mal, was die Märkte heute machen. Irre ich mich oder haben Sie noch einen Rest Schaumkrone an der Nase? Ist er nicht da, der Herr Scholz? Noch nicht? Ja, mal, dann warten wir halt noch ein bisschen, gell? Also, wir hoffen noch, dass er kommt und den neuen Markt können wir uns so lange auch nicht anschauen, ne? So, der Herr Scholz ist auch schon fertig. Schön, dass Sie noch kommen konnten. Waren Sie schon im Feierabend, hä? Nö, nö, kleine Vorbereitung. Man muss ja richtig Recherche betreiben, mein Lieber. Erzählen Sie doch kurz in einer Minute, was Ihre Recherchen ergeben haben. Nach dem Spiel hat sich Trainer Klaus Toppmöller geäußert. Ich glaube, die haben seit 75 das erste Mal wieder gegen eine deutsche Mannschaft verloren. Das ist allein ein Riesengrund zum Feiern hier in Leverkusen 3-1 Juventus zu schlagen. Das ist, glaube ich, einer der größten Triumphe des Vereins überhaupt. Nein! So, liebe Zuschauer, das gab jetzt eine kleine hitzige Diskussion mit der Regie. Ja, wir machen trotzdem weiter und brechen die Sendung hier nicht ab. Filme von Produktion jetzt das ganze Korn so deutlich, weil die ja alle auch bis untersten Level drehen. Da habe ich erst gedacht, ich hätte den Sender falsch eingestellt. Kannst du bei dem Gerät die Schärfe runterregeln? Bei Filmproduktionen, wenn die abends gedreht haben, mit wenig Licht, vielleicht sogar forciert haben, sieht man jedes Korn. Und um die zweite Frage zu beantworten, wird das denn noch bearbeitet oder ist das live? Es wird nicht bearbeitet. Wenn Pannen passieren und Fehler und schlimme Entgleisungen, bleiben alle drin. Und wenn Sie öfter schauen würden, dann wüssten Sie das. Wir haben Auftrag oder wir sollen hier keine Auskünfte geben an Presse. Das wissen Sie. Wer denn? Nein, das weiß ich nicht. Halle 1. Oh. Ach, wissen Sie was? Dann frage ich jemand anders. Warum ist dieses Flugzeug kaputt? Ist irgendwelche Schäden? Wa? Was? Da vielleicht ein Vögel hingeflogen, wa? Ja. Okay, dann wissen wir das auch. Ja. Herr Stahl, wenn Sie meinen, das sollte so über den Sender laufen, dass Ihr Flugzeug kaputt ist, weil ein Vogel dagegen geflogen ist. Letzte Chance? Es ist kaputt gegangen wegen eines Vogels. Gut. Das ist eine seriöse Geschichte hier, was Sie machen. Nein, das hat doch niemand behauptet. Wenn deutsche Soldaten im Ausland weibliche Kriegsgefangene machen, wer darf die als erstes vergewaltigen? Der, der die gefunden hat, oder der Offizier? Frau Keine. In der Reihenfolge. Als erster. Dann würde ich sagen, der Offizier. Ja. Ja? Ja. Und dann erst der, der die gefangen hat. Ja. In der Reihenfolge. 9 Live garantiert gute Laune. Und zwar mit den KG Springs. Viel Spaß dabei. Ja, jetzt sollten Sie eigentlich kommen. Sie sind schon da. Da sind sie schon. Musik brauchen wir noch. Die Jungs sind da. Ist klar, ihr kommt natürlich nicht, wenn kein Applaus ist. Der kommt jetzt von uns. Ja! Also, kommt keine Musik. Komm.
Zeit träum ich von dir und Mexiko. Man fühlt halt diesen Schmerz, den diese Leute halt ausdrücken wollen in ihren Liedern. Man versteht zwar die Texte nicht, aber man versteht es durch die Mimik, dieses. Hier. Doch per Gericht ließ Blatter jetzt Farah Addo, dem Präsidenten des somalischen Fußballverbandes, die Behauptung verbieten, ein anderes Mitglied des FIFA-Exekutivkomitees. Ich war bis Ende 38 in Berlin und habe Gründgens Inszenierungen erlebt und Furtwängler-Konzerte mit um Gottes Willen nicht überlebt. Sind Pferde Vegetarier? Ja. Warum? Helmut! Dann tunken Sie im Grunde nachher die kleinen Häppchen rein. Köstlich, das ist nicht ganz einfach, aber es klappt. Hier sind die Themen von Montag. Hilfe gegen Krampfadern. Tipps von der Expertin. Und da habe ich jetzt den schönen Vorteil, dass ich mal eine junge Frau habe, wo man auch schon mal die Fersen, man sieht so ein bisschen die abgestorbenen Hornzellen. Und auch hier schaben wir das, was weich geworden ist. Ohne, ich muss mich immer wiederholen, ohne die gesunde Haut anzugreifen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist weich wie Gelee. Jetzt habe ich irgendwas im Hals erwischt. Entschuldigung, ich glaube, wir machen mal mit dem Sport weiter, damit da mal ein Beitrag kommt. Ja, gut, danke schön an die Regie. Ich habe mit ihrer Frau vorhin gesprochen, vor dem Spiel noch, mit der Simone. Und die hat mir verraten, dass ihre Tochter ganz der Olli sei. Da wusste ich jetzt zuerst nicht, ob ich mich freuen sollte. Wie war das Spiel? Ja, sehr, sehr gut. Ja, sehr gut. Das, guck mal, eine Kuh für Oliver. Ja! Immer weiter, ne? Immer weiter. Ja! Das war ganz schwer zu verstehen. Irgendwie verstehe ich euch miserabel. Sprecht mal ganz deutlich, weil sonst geht gar nichts. Ich bin auch noch jemanden. Und Gerg, sprichst du ihn drauf an? Sagst du, Mensch, hör auf damit, beachte mich mehr oder stell mal die Glotze ab. Hab ich auch schon gesagt. Hab auch schon gedroht, den Premiere, die DVD-Box, die DVD-Box. Also die Premiere, den Decoder wegzupacken. Den Decoder in den Balkon runterzuschmeißen. Was ist, eine Sache habe ich noch auf Lager, wollte ich noch mal nachhaken. Was ist denn mit dieser besten Freundin, die auch Sandra heißt? Mit der sollst du angeblich da irgendwie ein Pop-Verhältnis gehabt haben. Quatsch. Sobald man dann am Apparat, die man da. Irlands Kapitän wurde von der Mannschaftsleistung suspendiert. Inwieweit ist denn dann die Erklärung oder der Versuch einer Erklärung glaubwürdig? Er habe sich ja in der egal. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, viel Spaß beim Abnehmen und wir sehen uns am Montag 17:15 Uhr oder 17:15 Uhr. Hallo Deutschland.